Und damit herzlich willkommen zu Diminish Cap Randomizer. Es geht wieder weiter hier in einer neuen Folge in unserem tollen Randomizer. Im letzten Part sind wir ja so ein bisschen durch die Stadt gestreift und haben wieder ein paar Items gefunden. Bisschen Herzteile, das Bogen-Upgrade, das habe ich noch gar nicht eingetragen. So, zack. Und ja, es geht weiter. Wir versuchen so ein bisschen die östliche Karte zu erkunden, sag ich mal. Und da geht's gleich los mit einem... ja, Amulett von Tabanda, aber ich glaube, die habe ich jetzt auch schon auf 3. Dementsprechend kann ich da gerade sowieso nichts machen. Ah ja, genau. Hier war ich dann auch. Hier ging es nicht weiter. Aber ich erinnere mich. Und hier links war auch nichts. Okay. Da sehe ich auf jeden Fall schon was zum Graben. Kann ich unter der Brücke durch? Nein. Okay, dann gucken wir hier erstmal kurz rein. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, 5 Bomben. Wahnsinn. Okay. Und da geht's direkt nochmal runter. So. Feenquelle. Okay. Brauchen wir gerade nicht. Hier ist nichts weiter, oder? Nö. Okay. Aber gibt ja noch eine. Hier drüben, aber da muss ich... okay, da muss ich über die Brücke rein. Bam. Dim, dim. Okay, hier ist auch überall nichts. Da geht's zu einer brüchigen Wand. Okay. Gehen wir erstmal hier hoch. Direkt wieder eine Schatzkiste, sehr schön. Mann, der hält aber was aus. Ah, nur ein Herzchen leider. Schade. Aber hey. So. Ah, wow. Das Glück ist mir gerade nicht hold. Okay, hier könnte man zum Beispiel auch wieder vereinen. Haben wir aber natürlich schon gemacht. Wurde schon gemacht vom Randomizer. Hier kann ich klein werden. Hier ist ein Baumstumpf. Okay, gucken wir mal, was da passiert da oben. Ob wir da irgendwas erhalten? Ich glaube aber ja nicht, oder? Okay, toll. Wahnsinn. Wahrscheinlich normalerweise kann man mit dem auch vereinen, aber naja. Okay, ja, dann ist das hier auch abgeschlossen. Easy peasy, lemon squeezy. Und weiter geht's. So, ich glaube, jetzt kommen wir so langsam in die Berge, ne? Jo. Fuß des Gongolberges. So, ich brauche jetzt, glaube ich, sowieso eine leere Flasche. Ah, ihr habt mir auch sowieso den halb voll. Ja, ich werde den roten Typus nehmen. Ihr habt mir ja sowieso den Tipp gegeben, ich soll mit der leeren Flasche auch nochmal Wasser holen und in der Stadt so ein bisschen die Kamine ausmachen. Ne? Da kann ich dann auch als Meinisch durchgehen. Oder als kleiner Kerl, besser gesagt. So, und so kann man ja das... genau, kann man das wachsen lassen. Sehr schön. So, warte mal. Den kann ich doch bestimmt mit dem Bogen... das geht nicht? Brauche ich echt ein Schild? Ja, ansonsten nur der Kleine. Brauche ich ein Schild für den? Ja, okay. Wahnsinn. Okay, das geht echt nicht. Krass. Schade, ich hätte jetzt gerne was bei dem gekauft. Achso, soll ich mir gleich nochmal Wasser mitnehmen? Ja, ne? Mache ich nochmal. Sicher ist sicher. Und zack. Du hast Wasser in der Flasche. Das ist ja der absolute Wahnsinn. So, okay. Den Klettering haben wir jetzt, ne? Das heißt, wir können, ja, wir können direkt hier hochklettern. Mache ich aber mal noch nicht. Hier können wir mit Bomben was machen. Fee nehmen wir mit. So, was haben wir denn hier drin? Wieder eine Feenquelle. Wahnsinn, wie viele Feenquellen es hier gibt. Ah, hier wäre der Büsterich auch echt gut, ne? Ah, okay. Aber... so, hier gibt es die ganzen Wirbeldinger. Und...
Miau. Okay. Ich ignoriere die mal. Ich hoffe, das ist okay. Und raus hier. Okay, jetzt können wir hier quasi ein bisschen rumfliegen. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, war das klug? Weil da unten ist ja auch noch ein Eingang. Da hätte ich jetzt auch noch mal reingehen können. Muss man halt dann gleich machen. Okay, Schatzkiste. Ah, das war schlecht. 200 Rubine gerade bekommen. Ging alles in die Hose, so das. Sieht auffällig aus, genau. Zack. Rein da. Und? Ah, okay. Viele Schatzkisten. Das gefällt mir gut. Warum mache ich das? Das war so sinnlos gerade. Aber ich will Bomben. Dann war es doch nicht so sinnlos. Ah, okay. Ich kann nicht hochschwimmen. Alles klar. Dann war es doch gar nicht sinnlos. Super. Bitte kein Geld. Okay, ein Herz. Dann nehmen wir mit. Jo. Und eine schnellere Wirbelattacke. Oh. Spin. Oh, was ist das? Ist das Crate? Ist das die Crate-Wirbelattacke dann? Ich mache einfach mal. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, ein Schild wäre geil, ne? Dann könnte ich auch bei dem Händler jetzt theoretisch was kaufen. Ich glaube, bei dem kann man ja auch die Flasche kaufen. Wenn ich mich recht entsinne. So, hier ist noch so ein Ding. Das könnte man da direkt jetzt... Ah, ne, kann ich gar nicht. Da muss ich klein sein. Ha. Hier bräuchte ich den Büsterich, ne? Ja, ohne Büsterich komme ich jetzt hier nicht weiter. Okay. Ja, es ist doch nicht so einfach, ne? Ah, okay. Und hier komme ich auch nicht weiter. Mann! Ich brauche unbedingt ein Schild. Schild und Büsterich sind hier wichtig. Sonst kommt man hier so durch die Gegend nicht so richtig durch. Dann haben wir jetzt aber noch die Wand zum Erklimmen. Der Hoffnung, dass wir da vielleicht noch irgendwas kriegen. Ein Gongolberg. Zack! Okay, das war toll. Jo. Da haben wir wieder eine geheime Wand. Let's go. Okay. Schatzkisten sind immer gut. Zack. Hallo Kumpel. Und tschüss. Noch ein Klettering. Okay, alles klar. Der doppelte Klettering. War schon krass, dass der Klettering nach einer Kletterwand kommt, ne? Das ist immer nice. Okay. Die sind auch krass. Ich mach einfach mal hier Doppelbash. Aua. Und dann theoretisch einfach nicht. Oh, das war dumm. Das war so dumm. Okay, warte mal. Ich muss den Raum nochmal triggern. Ah, shit. Das war so dumm von mir. So. Und so. So ergibt das Sinn. Okay, jetzt können wir hier weiter. Oh ja, das könnte wirklich die Crate-Attacke sein. Rechts rum ging aber auf jeden Fall auch noch ein Weg, ne? Oh Gott, ein goldener Gegner. Ja, den ignoriere ich jetzt mal. Weil, ich denke mal... Ich brauche das Schild, ey. Mann! So, warte mal, von hier kommen wir ja, ne? Oder? Ja, nee, nicht so richtig. Oder war ich da drüben schon? Eieieiei. Oh
Ja, ich kam da draußen. Ja, ich kam von da, ne? Ah, tue ich das nochmal machen. Warum spawnen denn die Bomben immer wieder? Also die Felsblöcke. Das ist ja doof. So, warte, ich krieg hier nochmal eine Bombe hin. Beide, okay. So, auf ein neues. Also mit dem Pilz rüberfliegen müssen wir nicht. So langsam gehen uns die Herzen aus. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Hallo, hallo, hallo. Ah. So, ich könnte da nochmal runterspringen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich habe keinen Kaffee mehr, ich bin gerade traurig. Okay, ich gehe erstmal hier weiter. Hier komme ich auch mit dem Wirbelstab erstmal weiter. Hier kann ich mich klein machen und hier kann ich mich hinporten. Okay, sehr schön. Das ist doch nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Ah, der Dungeon. Höhle der Flammen. Okay. Gut zu wissen. Hier können wir direkt in den Dungeon rein. Aber ich mache mich mal ganz kurz klein und gehe nochmal hier in die, Schmiede ist das, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Hi. Red nochmal mit den ganzen Leuten einfach schnell. Warte, warte, warte. Okay. Die wollen alle nur Eisenerz. Hier ist niemand. Vielleicht triggert irgendeiner was, sagt irgendeiner was zu mir. Hier ist auch nichts. Oder es gibt irgendwo Schatzkisten. Ah, hier ist das Quartier. Die sieben Zwerge. Hi. Okay, hier sind Gegner. Hallo. Und hier ist eine Schatzkiste mit. Ah, jetzt ärgert man sich halt richtig, ne? Dass die ganzen doppelten Gegenstände kommen. Jetzt ärgert man sich richtig. Okay. Hier können wir uns groß machen. Wir sind aber, glaube ich, in der Schmiede da auch noch nicht fertig. Okay. Ein Schieberätsel. Fängt hier an, geht hier weiter. Und endet hier. Ein Herzcontainer. Den nehmen wir mit. Sehr gut. Okay, weiter geht's. Geht das? Bräuchte. Ah ja, okay. Das heißt, es ist ein One-Way, oder? Wenn ich den Stein da reinschieb. Was war denn jetzt? Wenn ich den Stein da reinschiebe. Gerade hat es irgendwie gehangen, mein Controller. Bleibt er da? Oder muss ich das so wieder machen, wenn ich wiederkomme? Ich hoffe, er bleibt da. Bitte. Das wäre toll. Okay, schön. Das ist ja mal schön. So, weiter geht's. Was ist das? Okay, alles klar. Haben wir hier was Schönes drin oder warum sind hier... Nicht wirklich. Boah, die Attacke. Die ist ja nice. Ist eine schöne Attacke. Lädt so schnell auf. Gefällt mir. So, okay. Den muss ich auf jeden Fall besiegen hier, den Kumpel. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hingehe. Oh nein. Okay. Mit dem Wirbelstab kann ich das doch eben fixen. Genau. Perfekt. Ohne wäre es, glaube ich, auch gar nicht gegangen. So, let's go. Und hier geht's wieder raus. Wo zur Hölle sind wir jetzt? Ich habe echt keinen Plan. Du Scheiße, schon wieder voll das fette Schieberätsel. Okay. Das geht nicht. Geht das hier? Geht alles nicht. Da komme ich ja komplett gar nicht durch.
Nö. Warum nicht? Ne, mehr kann ich auch nicht machen, ne? Das geht alles nicht. Ich glaube, von der Seite komme ich hier nicht weiter. Kann das sein? Ich glaube, das, was ich gerade mache, ist eher ein Rückweg. Menno. Ärgerlich. Hm, okay. Gut, kann man nichts machen? Bitte nicht angreifen, bitte nicht angreifen. War ja so klar. Okay, gut, dann müssen wir unseren Weg wieder zurückgehen. Leider. Ach man. Ich hab's wieder vergessen gehabt. Ja, ich glaube, das war bisher der wenigst erfolgreichste Part. Ich glaube, wir haben ein paar Herzteile bekommen, aber ansonsten ist da nicht viel passiert, ne, in der Folge. Wir haben zwar viele Gegenstände bekommen an sich, aber sehr viel doppelt. Was ja traurig ist. So. Okay, ich habe keine Ahnung. Das ist, glaube ich, wirklich, man soll, glaube ich, wirklich von der anderen Seite kommen bei dem einen Raum. Anders kann ich mir das gerade nicht vorstellen. Aber gut. Ich habe halt keine Ahnung, wie weit... Ach, hier war ich, ne? Ja. Ich habe halt keine Ahnung, inwiefern wir weit, wie weit wir in dem Feuertempel voranschreiten. Wie viele kleine Schlüssel braucht man da? 2 gibt's da. Okay. Wie ist es denn hier? Kommen wir jetzt in der Schmiede noch ein bisschen weiter? Man kann doch irgendwie noch nach unten gehen. Richtig? Ja. Guck mal hier nochmal kurz. Ansonsten... Hi! Okay. Also die sind fleißig am Schmieden von unserem Superschwert. Heißt, wir gehen jetzt wirklich in den Dungeon erstmal rein und gucken, ob wir da vielleicht ein Item abgreifen können. Es wäre toll zumindest. Aber wir brauchen halt Schlüssel. Geht auch gar nichts, oder wie? Menno! Ich kann überall nicht schieben. Ist ja ärgerlich. Yay. Okay. Ja, genau. Die Devise lautet ja, einmal alle Gegner töten, ne? Mit etwas Glück bekommt man dann eine Schatzkiste. Nee. Karte und Kompass müsste eigentlich immer überall jetzt dabei sein. Genau, guck mal. Wunderschön. Hier gibt es auf jeden Fall einiges zu holen. Das gefällt mir. Okay, warte mal, die muss ich mit dem Wirbelstab schon umdrehen, oder? Jo. Oh, da gibt's die erste Schatzkiste. Komm, da ist was Gutes drin. Schnelleres Aufladen des Schwertes. Aber... Das ist doch die Wirbelattacke, oder? Das ist dasselbe, was wir gerade bekommen haben. Schon einmal. Okay. Ich wusste es irgendwie. Auch wenn es mit einer Rubin echt mies ist, muss ich sagen. Okay, weiter geht's. Zack, weg damit. Ich hoffe halt wirklich, wir bekommen hier wenigstens ein gutes Item. Das wäre wirklich fantastisch. Kann ich überall nichts machen. Okay. Einziger Weg führt gerade hier lang. Hier brauchen wir Schlüssel. Das ist so geil. Das liebe ich ja. Zack. So, dann Bombe. Neue Bomben.
Okay, Part ist aber auch schon wieder rum, leider. Ich würde sagen, wir besiegen die mal schnell hier. Und dann heißt es auch schon adieu, liebe Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon fürs Zusehen. Gerne ein Like da lassen. Und gerne noch Tipps geben, wo ihr denkt, wo wir vielleicht... Alter, was ist denn jetzt los? Wo wir gerne noch hin, wo wir noch hingehen können, genau. Mir würde dann jetzt demnächst noch die Stadt einfallen, dass wir da vielleicht mit dem, mit der Flasche die Kamine noch ausmachen. Und dann hört es aber auch schon langsam auf, ne? So, hier geht's auf jeden Fall spannend im nächsten Part weiter. Bis zum nächsten Mal zu Diminish Cap Randomizer. Tschüssi, Leute.